Wir haben heute eine ganz wichtige Veranstaltung, nicht nur für mich, glaube ich, sondern für die Stadt Mönchengladbach, für die CDU, nämlich die Aufstellung des Bundestagskandidaten, der Bundestagskandidatin. Ich bewerbe mich wieder darum. Insofern ist es heute der Tag der Mitglieder, die entscheiden dürfen, wer ist unser Vertreter für Berlin. Vorgeschlagen ist unser bisheriger Bundestagsabgeordneter Dr. Günter Krings. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der CDU Gladbach, herzlichen Dank, dass ich die Chance habe, ja, mich noch mal vorzustellen, ein bisschen auch Rechenschaft zu legen von dem, was in den letzten Jahren so passiert ist, denn das ist ja nicht selbstverständlich. Ich habe viele Aufgaben gehabt, in Berlin auch, aber immer am wichtigsten war, dass ich sozusagen mich für die Belange meiner Heimatstadt einsetze. Ich habe auch eine Reihe von Projekten für Mönchengladbach geholt, ein Stück Stabilität, Kontinuität haben, auch bei der Vertretung von Mönchengladbach in Berlin, und das kann ich anbieten, und da hoffe ich auf die Stimmen der Menschen. Sie kennen mich als Ihren Vertreter, als Vertreter für Mönchengladbach in Berlin. Und ich finde, in Zeiten der Unsicherheit, des Umbruchs, ist es vielleicht auch für unsere Heimat gut, einen erfahrenen Fürsprecher für die Interessen, für die Themen unserer Stadt in der Bundespolitik zu haben. Und wenn wir dann in Berlin und in Mönchengladbach es im nächsten Jahr schaffen, sowohl den Kanzler als auch den Oberbürgermeister wiederzustellen, können wir gemeinsam, glaube ich, noch deutlich mehr für diese Stadt machen. Dafür kämpfen wir gemeinsam, und deshalb werbe ich um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Vielen Dank. Ja-Stimmen. Ich freue mich total. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, wenn man schon über zwei Jahrzehnte den Wahlkreis vertreten durfte, dass immer noch 97% sagen, nein, das ist der Richtige für uns, der unsere Interessen vertritt. Das bedeutet mir auch sehr viel, gerade dieses klare Ergebnis. Ich mache das einfach mit viel Herzblut. Vielen herzlichen Dank dafür. Das ist ein tolles Ergebnis, ein tolles Zeichen der Unterstützung von den Mitgliedern der CDU Mönchengladbach, aber eben auch von den Mönchengladbacher Bürgern, die wir alle sind. Es zeigt, wie zufrieden die CDU mit ihrem Bundestagsabgeordneten ist. Wir können ihn jederzeit ansprechen. Das ist unsere Erfahrung, die wir mit ihm haben. Er vertritt unsere Stadt. Ich freue mich riesig.